Hier in Kiuma im Süden Tansanias finden wir das nächste Krankenhaus. 60 Kilometer in die eine Richtung, aber 250 plus Kilometer in jede andere Richtung. Und so übernehmen wir natürlich viele Aufgaben, die der allgemeinen Gesundheit dienen. Das, was sonst vielleicht von Hausärzten oder Schulen abgedeckt werden würde. Die Vorsorgeuntersuchungen bei schwangeren Frauen, Geburtenhilfe, aber auch die Begleitung der neugeborenen Kinder oder Kinder bis 5 mit Empfehlungen von Impfungen oder Ernährungsberatung. Außerdem bieten wir natürlich die normalen Dienstleistungen an eines normalen Krankenhauses. Ein OP, normale Diagnose, aber auch wie zum Beispiel das neue Röntgengerät, mit dem die Ärzte nicht nur viel bessere Bilder sehen können von den betroffenen Zonen, sondern auch eine viel bessere Diagnose stellen können und damit eine wesentlich besser angepasste Behandlung einleiten können.